Hallöchen und willkommen zu einer neuen Folge von Empire. Wir sind jetzt endlich bei unserem letzten Lüftungsschacht angekommen, den wir verpesten müssen. Und danach ist endlich das Rathaus von... keine Ahnung, steht jetzt gerade nicht, aber ach du Scheiße, jetzt haben wir hier einen Riesenratten, Mensch. Aber auch der sieht gegen unsere unglaublich trainierten... Ach du Scheiße, der kann die alle verpesten. Das ist aber, da habe ich jetzt nicht mit gerechnet. Einer haben wir verloren. Ha, lächerlich. Was hat jetzt? War das der hier der Gegner? Der hat mich jetzt aber enttäuscht. Habe ich was vergessen? Nee. Marvelous. People are already beginning to grow boils and bleed from various orifices. Such a sight for seething eyes. You're rapidly earning my trust, little Slayer. Nicely done. Don't mention it. I actually had a blast. Now, I promised to tell you more about the plan. Well, before we head towards our main objective, I intend to make a surprise visit to the man who helped me design it. I recognize some of the heroes you just killed from his personal guard. He must have sent them here to murder me. So let's be off to the castle of the backstabbing King Shonan, son of Kronach. Oh, okay. Wir haben also unsere Mission erfüllt. Wir haben Entrex verbreitet. So kann man es natürlich auch nennen. Wir haben eine neue Rune gekriegt. Letztes Gefecht, wenn die TP eines Trupppanzers unter 20% sinken, erlangt er für 5 Sekunden 95% Schadensresistenz. Hört sich auch gar nicht mal so schlecht an. Wobei, ja, da muss man halt schon ganz schön kaputt sein, dass das greift. Aber, wird schon gehen. So, dann machen wir mal. Gib zum Spielstart alle deine Evolutionspunkte aus. Okay, was evolutionieren wir denn? Wir können eins machen. Klauenfüße. Die Trefferwahrscheinlichkeit von Baal wird beim erfolgreichen Treffer für 10% erhöht. Ach, für 10 Sekunden 5% erhöht, sorry. Große Flügel. Ermöglicht Baal seinem Feind mit einem erfolgreichen Treffer Clawed Wing Effect int TP zu entziehen. Sau gut, Leute. Also, da hättet ihr euch ein bisschen anstrengen können mit der Implementierung von Sprache, aber naja, egal. Und Lederhaut. Die Rüstung von Baal wird permanent um 10% gesteigert. Dieser Effekt kann nicht mit dem Effekt der Fähigkeit Schuppenhaut kombiniert werden. Also das hier können wir später nicht mehr machen, deswegen müssen wir mal gucken, was das macht. Die Rüstung von Baal wird um permanent 20% gesteigert. Dieser Effekt kann nicht mit der Lederhaut kombiniert werden. Ach so, ja gut. Also es gibt da nicht zusammen 30, sondern ich mache jetzt hier 10 und dann habe ich danach 20%. Was kann das hier denn? Baal ermöglicht Baal seinem Feind einem erfolgreichen Treffer 7 TP zu entziehen. Okay. Die Trefferwahrscheinlichkeit wird von Baal mit beim erfolgreichen Treffer für 10%. Ja gut. Das hier verbessert quasi nur die hier. Aber dies hier ist dann wohl interessant. Kriegerfähigkeiten frei, einschließlich eines größten Zugewinns und einer Waffe. Der Krieger ist der beste Einzelkämpfer und seine Fähigkeiten zielen darauf ab, ihn zur perfekten Waffe zu... Da ist das Sprachfenster wieder zu klein, wahrscheinlich zu machen. Oh Leute, ey, das ist doch scheiße. Könnt ihr euch nicht mal... Also da bin ich jetzt ein bisschen angepisst, muss ich sagen. Also das Spiel hat Geld gekostet und solche einfachen Sachen wie groß genug Schriftfenster kriegen sie nicht hin. Naja, passiert. Und ich würde sagen, aber wir nehmen die großen Flügel. Die haben hoffentlich auch eine schöne Auswirkung auf unseren kleinen Freund hier. Flip. Naja, groß sind die jetzt nicht, aber...
Sie sind größer, nenne ich es mal. Ne? Und dann gehen wir gleich in den vierten Akt. Also das, den letzten Teil, den ihr quasi gerade gesehen habt, der war auch für mich neu. Und jetzt können wir wieder zusammen einsteigen. Lies the castle of Shordan, son of Cronach, king of the realm, and also the former ally of your advisor. You must set up a base in the caverns close by, and dig your way to the castle basement, where you are to destroy all evidence linking Oscar to King Shordan. When that is done, you need to prove yourself as a proper Kingslayer by putting the backstabbing son of Cronach to dreamless sleep. Okay. Hey, Death Slayer, ready to learn the objective of my positively awesome plan? I was summoned ready. You've probably wondered how it is that I, a battered individual with the full weight of our wicked world on his back, became such a brilliant advisor. Not really. I wondered what you taste like. But not that. Indeed. The truth is, I have it in my blood. My so-called father is the royal advisor to the sovereign king of Ardania. Most certainly the best royal advisor the world has ever seen. Until now. I aim to show that pile of goblin feces his place, a place inferior to the luscious, talented, and promising offspring doomed to neglect after he was pulled from the sanctum of my unfortunate mother. Still talking about you? This is my plan. While the lazy and ignorant sovereign enjoys the comforts of a peaceful Ardania, we rob him of all his land east of Lormidia. We will found a realm of our own, and you get to sit on the throne with me by your side. We shall have it all, power and glory. There is only one problem. Okay, now we're talking about you. You see, the plan was developed in collusion with King Shonan of Barbaria. He is quite the capable warrior. However, since he has proven to be a disloyal arsewipe, I have tasked you to play his part in the plan instead. Yeah, I'm the fracking stand-in, the stool, the cute understudy, I get it. Hush up and listen. We need to destroy all records that may reveal our evil scheme before the time is right. In the cellars beneath King Shonan's castle is a room filled with evidence that has to be obliterated, and when that is done, you must lure the king down and kill him dead. Make the preparations. I'll give you further instructions momentarily. Alles klar, dann räumen wir den Bude mal von König Shonan auf, ne? Well, nearly abandoned anyway. There must have been illegal gambling going on in these caves not too long ago. There's a broken down dive you can repair and use to summon new kinds of servants. Sehr schön. Also, I hear the distinct noise of a trap maker, a dwarf, I believe. Ill-smelling, definitely. Find him, steal his blueprints, and I'll make sure they are delivered to our workshop. Now go. You'll have to find your way through a sealed-off area in order to reach the castle cellars. And be careful. Wouldn't be surprised if the trap maker has left some of his handiwork lying about. Okay. A new side quest has been added. Jo. Dann müssen wir jetzt erstmal eine neue Basis aufbauen und aufpassen, dass wir nicht in irgendwelche Fallen von dem Zwerg, der hier unten anscheinend noch rumfleucht. Ja, der, da ist er ja. Ah, hier sind noch mehrere Zwerge. Was haben die denn da auf dem Rücken? Sieht aus wie ein Staubsauger. Mit Ofen. Und natürlich ein Bier in der Hand. Ein bisschen klischeehaft, aber nur ein bisschen. So, wo fangen wir denn jetzt am besten an? Okay, da oben haben wir den Pilzraum, den brauchen wir auf jeden Fall. Und einen Hort bauen wir. Wo bauen wir hier hin? Dann können wir wenigstens mal von zwei Seiten reinlaufen. Du baust uns mal noch zwei von den Jungs. Eine Küche setzen wir mal hier. Ja, setzen wir mal hier hin. Dann können wir ja, nö. Das langt jetzt erstmal. So, du machst das hier. Du machst das hier. Und der macht dann die Küche.
Du baust uns mal schon ganz schnell ein paar Truppen, weil ich habe so das Gefühl, dass es hier ziemlich hässlich werden wird. Weil wenn wir jetzt noch irgendwelche Zwerge da rumgammeln haben, na, ihr versteht. Ah, hier können wir was Neues machen, aber da brauchen wir erst eine Spelunke für. Was können wir hier machen? Werkstatt, Übungsraum. Achso, die müssen wir jetzt erst immer alle erforschen, damit wir die bauen können. Das ist ja nervig. Was kann die denn hier? Kann die was? Die kann sogar eine ganze Menge. Die kann nämlich ordentlich Schaden austeilen. Die holen wir uns dann auch gleich. Aber dazu brauchen wir halt erstmal so eine blöde Spelunke. Ist das hier die Spelunke? Sieht das hier aus wie eine Spelunke? Ich schätze mal. Oder ist die auf der Weltkarte drauf? Nee. Nee, das muss das da unten sein. Wie kommt man dann am schnellsten hin? Am besten wir graben uns einfach hier durch. Und gehen dann quer rüber. Was ist das denn? Ein Labyrinth oder was? Schwer gerüstete Rattenmenschen haben wir hier noch. Was haben wir hier? Kobold. Ein paar Skelette. Ja gut, ist auch kein Problem. Schaffen wir auch. Unser erstes Squad dürften wir fertig haben. Also hier mache ich jetzt natürlich wieder kein Speedrun, nenne ich es jetzt mal. Sondern hier spielen wir jetzt einfach mal wieder ganz normal. Deswegen fangen wir jetzt auch einfach mal an, uns ein paar Schätze zu organisieren. Aber wo ist denn unsere Stadt? Da ist sie. Dann gehen wir erstmal hier hin. Holen uns ein paar Schätze. Beziehungsweise wir holen uns noch mehr Schätze, weil ich will unbedingt direkt mehrere Squads zur Verfügung haben, damit ich gut organisieren kann. Das ist mir jetzt schon relativ wichtig. Danach können wir dann mal weiterschauen, was wir als nächstes machen. Ja komm, wir holen uns mal die Speer und einen Übungsraum. Übungsraum, den pflanzen wir. Ne, können wir noch gar nicht, haben wir zu wenig Materialien. So, die schicken wir gleich wieder weg. Wo schicken wir sie dieses Mal hin? Holen wir uns mal Materialien. Da können wir uns nämlich gleich dann noch einen Übungsraum bauen. Hier bauen wir uns mal noch ein paar Berserker. Falls irgendjemand auf die doofe Idee kommt, uns zu überfallen. Und wir speichern jetzt mal. Ich habe ja immer noch die Hoffnung, dass es in Zukunft funktioniert zu speichern. Aber wir werden es sehen, wenn wir das nächste Mal laden wollen, ne? Aber wir spielen die Mission jetzt einfach komplett mal durch. Zumindest in mehreren Folgen. Ich habe keine Ahnung, wie lange es dauern wird. Aber wir werden es erleben. So, jetzt haben wir, was haben wir denn gefunden? Materialien, Schätze. So, die machen wir. Einen haben wir leider verloren von unseren Jungs. Jetzt können wir wenigstens zwei Squads schicken. Ihr geht Materialien holen und ihr geht noch ein paar Schätze holen. Mit zwei geht das jetzt alles ein bisschen zügiger. Okay, die werden wir wahrscheinlich verlieren. Die sind schon ganz schön eingeschlagen. So, Übungsraum, den wollten wir ja haben. Wir bauen das jetzt mal so ein bisschen Dungeon Keeper mäßig, dass das alles schön zusammenhängt. Oder auch nicht. Dazu müssen wir wahrscheinlich erstmal warten, bis der Raum gebaut ist. Ja, bau das mal.
Der Trupp ist wieder da. Haben wir was verloren? Ja. Wie vorhergesagt, haben wir was verloren. Ist unser Lagerraum schon voll? Nee, der ist noch nicht voll. Gut, dann bauen wir nämlich jetzt noch ein paar Bogenschützen. Nee, eine Menge von denen. Und was wir in der nächsten Folge machen, werdet ihr natürlich erst sehen, was wir in der nächsten Folge machen, ne? Müsst also gucken. Würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Wir sehen uns. Bis dann. Tschüss.